Es ist fast 14 Uhr und somit Zeit für das Rennen hier in Montreal. Der Grand Prix von Kanada war ein Favorit von Michael Schumacher, der hier einen Rekord von sagenhaften 7 Siegen eingefahren hat. Viele Fahrer, die heute hier sind, wären schon froh, wenn sie nur ein einziges Mal hier gewinnen könnten. Nach dem gestrigen Qualifying hat Nico Rosberg die Pole und für das Rennen hat er logischerweise alle Trümpfe in der Hand. Eine fantastische Runde, die ihm da gestern gelungen ist. Die Luft vor ihm ist rein, er hofft also sicher darauf, sich über die ersten Runden einen Vorsprung aufbauen zu können. Wenn die Autos auf Position 2 und 3 bis zu den ersten Boxenstopps dicht hinter ihm bleiben, dann könnten sie leicht im Vorteil sein. Das war ein guter Tag und vor allen Dingen ein schöner Sieg für Lewis Hamilton beim letzten Mal. Und er wird hoffentlich diesen Aufwind mitnehmen und heute mit einem Lächeln im Gesicht ins Rennen starten. Er weiß, dass er die anderen schlagen kann, solange sein Mercedes so zuverlässig läuft wie beim letzten Mal. Hamilton kann heute alle schlagen und häufig ist er allen eindeutig überlegen. Er hat es einfach raus, zusätzliche Zehntel herauszuschlagen, was anderen nicht liegt. Ich erwarte, dass er heute im ersten Abschnitt besonders gut wegkommen wird. Tja, und willkommen zur nächsten F1 2015 Folge. Wir starten natürlich das Rennen. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Wieso soll... Naja, egal. Wenn die versuchen, mich innen zu überholen, sollte es heißen, dass ich die Kurve außen fahre. Na, wie doof ist das denn? Wenn die versuchen, mich innen zu überholen, müssen die übers Gras fahren. Ha. Oh. Kann sein, dass die Straße hier nass ist. Achtzehn Runden fahren wir diesmal. Oh, okay. Das war meine schnellste Runde. Sollte trocken bleiben. Sieht aber wieder so scheiß bewölkt aus. Nein! Oh, Mann! Ja, ich weiß. Der Wagen hinter mir, jetzt auch. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Wie oft fährt er jetzt noch schnellste Runde? Wie viele Runden hat er jetzt geschafft? In den paar Sekunden. Ich fahre natürlich wieder zu schnell. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine
Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! So hart gegen eine Mauer bin ich jetzt noch nicht gefahren, dass da irgendwas kaputt geht. Musst mehr Abstand gewinnen. Ich dachte schon, jetzt habe ich schon wieder Kurve geschnitten. Ich will nicht aufdrehen. Noch nicht. Denn dann drehe ich zu sehr auf und vergesse wieder abzudrehen und dann killt mir das Benzin aus. Alter, die bleiben aber immer noch sehr dicht hinter mir. Ah, scheiße. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Okay, in der Kurve. Nicht so schnell. Fahr ich lieber so wie sonst auch. Solange die mir keine Strafen. Noch zwei Runden bis zum Boxenstoppfenster. Für den nächsten Stint bekommst du Primes. Okay. Ich würde ja gerne weiter mit diesen Reifen fahren, aber naja, werde ich nicht ganz so schnell sein dann. Viertel. Ist okay. Ein Drittel des Rennens ist auch schon wieder vorbei. Bremse ist zu kalt.
Was sollen die Bremsen eigentlich für Temperaturen haben? Was ist das Problem, wenn die zu kalt sind? Ich verstehe das nicht. Ich komme ganz gut klar mit zu kalten Bremsen. Einmal sind die Reifen zu heiß und die Bremsen zu kalt. Was kommt als nächstes? In die Box meinst du, oder? Naja, egal. Mann, ich bin schon auf 3 zurückgefallen. Vettel ist Erster. Warum? Warum ist Hamilton Fünfter? Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Die Motorleistung fällt geringfügig. Leichter Verschleiß am Motor. Warum? Was ist mit dem Motor jetzt? Ich fahr aus der Box raus und das ist und dann... Verschleiß am Motor, natürlich. Was haben die Typen gemacht? Haben die irgendwas am Motor verändert? Die haben doch nur Reifen gewechselt. Nun Reifen wechseln und schon ist der Motor hin. Sag mal, raucht mein Auto? Jetzt dürfte ich gleich wieder Erster sein. Könnte mal bitte jemand Vettel überholen? Wäre sehr nett. Wieso ist Hamilton auf 3? Der war doch hinter mir am Anfang. Der hätte sich gar nicht überholen lassen dürfen.
Alter, ich kriege jetzt aber auch keinen Abstand mehr hin hier. Klar, weil Vettel ein Vollidiot ist. Was die Benzinlast angeht, haben wir laut unserer Daten etwa die Hälfte des Startbenzins übrig. 50% Benzin. Jetzt mache ich mir aber schon Gedanken. Ich glaube, so langsam schaffe ich ein bisschen Abstand. Auch nicht viel. Fast 5 Sekunden nur. Es ist wahrscheinlich erlaubt, so die Kurven zu schneiden. Man hat mich nur einmal drauf angesprochen, oder vielleicht zweimal. Aber dann kam nichts mehr. Vettel schafft es nicht, an mich ranzukommen. Wir sind schon über 5 Sekunden Abstand. Cool. Hamilton ist auch nochmal 4 Sekunden hinter Vettel. Vettel war letzte Runde eine Sekunde langsamer als du. Dieser Satz kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo habe ich den schon mal gehört? Und wann? Benzin-Update für dich. Es sind noch 40% des Startbenzins übrig. 40%.
Ja. Es war schon wieder knapp jetzt. Ganz knapp. Jetzt war ich wirklich ein bisschen zu schnell in der Kurve. Gleich die letzte Runde. Sollte eigentlich kein Problem sein, das jetzt noch zu gewinnen. Dein Vorsprung vor Vettel schrumpft. Seine Runden sind eine Sekunde schneller als deine. Du musst reagieren. Ja, toll. Jetzt kann ich nicht mehr fahren. Ich hab's Fahren gerade verlernt. 25% des Startbenzins im Tank. Noch 25% Benzin. Sag mal, der ist doch immer Letzter, oder? Warum ist der 19.? Sind nur 19 oder was? Einer ist schon wieder ausgefallen irgendwann. Wieso DRS? Ich weiß nicht, wie ich das einsetzen kann. Ich würde ja gerne mal DRS nutzen. Naja. Oh. Ja, hier seht ihr, ich bin Gewinner.
Mercedes hat es heute an die Spitze geschafft. Nico Rosberg ist mit seinem Wagen auf Platz 1 gelandet und holt weitere wichtige 25 WM-Punkte. Die tolle Leistung, die wir heute von Ihnen gesehen haben, wird uns allen sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Okay, damit bin ich immer noch Erster. Sag mal, Mary kann nicht wirklich irgendwie fahren, oder? Da war doch die ganze Zeit schon jedes Mal irgendwie Letzter. Na gut. Ich würde mir gerne mal so eine Wiederholung anschauen, aber nein. Lieber doch nicht. Als nächstes geht's weiter nach Österreich. Na, das ist da mal was Feines. Gut, dann tja, noch ist mein Team Erster. Hoffentlich wird's das auch bleiben. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Bis dann.